Neue unfassbare OP-Packs. Wir werden heute den Versuch machen mit den Gold Upgrade Plus Packs. Ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Viel Spaß. An die smarteste Community auf YouTube, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zum nächsten Pack-Opening, und zwar zu einem nächsten Pack-Opening-Experiment. Denn EA hat, glaube ich, vorgestern, gestern war es um 19 Uhr, haben sie neue Packs rausgeballert. Gold-Upgrade-Challenges gab es ja schon, aber jetzt gibt es Gold-Upgrade-Plus-Challenges. Das bedeutet, es gibt wieder zwei seltene Spieler in diesen Packs. Aber davon ist einer mindestens 81 plus, und wir wollen natürlich versuchen, aus insgesamt 15 Packs so viel wie möglich zu ziehen, und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir ziehen werden. Die sind natürlich wieder untradable, aber mal schauen, was wir drin haben werden. Doch zuvor, wenn dir das Video gefällt, gib gerne den Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Lass gerne auch ein Abo da, falls du noch kein Mitglied des Maxi-Army bist, das kannst du kostenlos tun. Und falls du noch Xbox-Cards oder PSN-Cards für den Black Friday, Torti oder sonst was brauchst, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu MMOGA. Da könnt ihr mich unterstützen. Vielen, vielen Dank. Wir starten rein in die ganze Sache. Denn wir gehen direkt mal rein zu den Squad Building Challenges. Viele haben auch immer, wenn ich diese Packs gezogen habe, gefragt, wie findet man die denn? Ganz einfaches Prinzip, ihr geht auf Squad Building Challenges, das sollte klar sein. Und dann geht ihr einfach bei alle einfach weiter nach rechts und dann findet ihr sie schon. Die Gold Upgrade Plus Challenge. Tausche ein Team gegen ein Set mit zwei seltenen Goldspielern. Mindestens einer ist 81 oder höher ein. Ja, untauschbar. So sieht das ganze Ding aus. Die gibt es insgesamt nur noch 2 Tage. Ja, wenn das Video rauskommt, insgesamt noch 2 Tage. Also sie ist wiederholbar, ihr könnt sie oft machen. Ich zeige euch jetzt einfach, wie das Ganze funktioniert. Ihr braucht selten mindestens 5 Spieler, Spielerqualität ganz genau Gold, eine Chemie von 40, und das war's dann auch schon. Ja, ich habe alles aus meinem Verein ein bisschen ausgemistet, habe hier die MLS gemacht. Am besten macht ihr es so wie ich, ihr geht immer auf eine Liga, guckt einfach, was ihr habt. 5 seltene Goldspieler, rein damit, und danach geht ihr auf Aufsteigen bei Gold und pumpt einfach alle Spieler rein. Denn alle aus einer Liga bedeutet automatisch, dass ihr über 40 Chemie bekommt. Wir senden das ganze Ding ab und damit haben wir dann unser 15. Pack auch schon gemacht. Und das ist ja natürlich ganz, ganz wichtig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr aus den Packs gezogen habt. Ich möchte aus 15 Packs mindestens 3 Leinwände sehen. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert, ob das Pack-Experiment positiv verläuft. Ja, deswegen, wir starten direkt mal rein, und zwar mit der Nummer 7, meine Rückennummer. Ich bin gespannt, auf geht's. Let's go, erstes von 15 Packs, die wir eröffnen werden. Es wird rauskommen, leider nicht die erste Leinwand. Schade, schade, aber der 81 Plus Spieler wird werden. Facer, 82er Gesamtrating, geht in Ordnung, von Benfica Lissabon. Okay, ja, mal gucken, was der zweite Spieler drin ist, mal schauen, ob da nicht jetzt nur... Guckt euch an, 81er und 82er geht auf jeden Fall fit, die nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne alle mit, sind leider untradable, also wenn wir jetzt einen übelsten Kracher ziehen, sowas wie Ronaldo oder sonstiges, können wir den leider nicht verkaufen, aber okay, wir machen weiter, 14. Pack, let's go, Pack Nummer 2, 3 Leinwände wollen wir in 15 Packs haben, und da ist die allererste. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Spanien, ZM, Arsenal, das ist Santi Casorla. 83er Gesamtrating. Genau solche Spieler möchte ich eigentlich nur im Verein speichern, um die dann bei verschiedenen SBCs abzugeben. Ich denke, dafür ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Klar, man kann natürlich auch, wenn man die Packs zieht, ganz einfach die Spieler eigentlich verkaufen und damit 3 Santi Casorlas holen. Aber ich will es einfach mal machen und ich habe einfach Bock, Packs zu ziehen. Ich denke, ihr kennt das Gefühl natürlich auch. Und deswegen guckt man direkt mal weiter. Den speichern wir natürlich im Verein. Den packen wir auf die Transferliste drauf. Und damit haben wir aus 2 Packs 1 Leinwand. 3 wollten wir. Wir machen weiter. Nächstes Pack. Ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Komm schon. 2. Leinwand. 2 in a row. Let's go. Was wird drin sein? Italien. LF. 85er Insigne. Und da brauchen wir uns überhaupt nicht beschweren, Jungs. Ein 85er ist immer gut für SBCs zum Abgeben. Und sehr, sehr geil. Ein 85er Insigne, der Weltklasse. Griffith haben wir noch mit am Start. Aber ich meine, aus 3 Packs 2 Leinwände zu ziehen, das ist schon mal nicht schlecht. Und Insigne kostet, glaube ich, auch so knapp 8.000 bis 10.000 Münzen. Und deswegen nehmen wir den sehr gerne mit. Wir machen weiter.
12 Packs haben wir noch zur Verfügung stehen. Kommt 3 in a row. Kommt die dritte Leinwand. Ich bin gespannt. Leider nicht. Diesmal werden wir ein bisschen enttäuscht, aber es kann ja immer noch was Gutes drin sein. Brasilianer, Mittelstürmer, Rafael, 82er Rating. Okay, er hätte natürlich auch Man City Gabriel Jesus sein können. Bringt uns zwar nicht sonderlich viel, weil wir ja schon den roten Foot Champions Jesus haben. Und Wanyama, 282er. Also ihr merkt schon, die Packs, die lohnen sich irgendwie schon. Ja, also so schlecht war jetzt die Pack-Ausbeute bis jetzt überhaupt nicht. 11 Packs haben wir noch. Auf geht's, wir machen weiter mit dem nächsten Pack. Komm schon, wir wollen noch die dritte Leinwand haben. Danach bin ich zufrieden. Und die haben wir insgesamt schon nach 5 Packs. Argentinien, Innenverteidiger, Musacchio, 83er Rating. Ja, 83er ist 83er, gut für SBCs, positiv denken, es hätte auch Messi sein können oder sonst wer. Aber okay, Camacho noch mit am Start, also so viele unter 81 hat man bis jetzt überhaupt nicht in den Packs. Deswegen können wir damit auf jeden Fall zufrieden sein. Ein Drittel ist rum, auf geht's. Weiter geht's, 3 Leinwände hat man aus 5 Packs. Ob man das insgesamt hier auch in den nächsten 10 Packs auch noch so ungefähr von der Quote halten, werden wir sehen. Wir ziehen einen Jorginho, 81er Rating. Wir haben ja schon Insigne gezogen, schöner Perfect Link, passt auf jeden Fall rein. Werte sehen jetzt auch nicht ganz so schlecht aus, nehmen wir natürlich dankend an. Und Guardado, wieder ein 80er und ein 81er im Pack, so schlecht müssen wir wirklich das jetzt hier nicht zelebrieren, diese Packs. Also für mich sind sie bis jetzt zufriedenstellend. Mal gucken, was wir noch drin haben werden. 9 Packs haben wir noch übrig, let's go. Vierte Leinwand oder nicht? Vierte Leinwand ist da und es wird werden, bis jetzt noch kein Perth to Glory Spieler, Spanier wieder. ZOM, das wird Juan Mata, 84er Gesamtrating, auch das ist nicht übel. Ja, da brauchen wir uns auf jeden Fall nicht beschweren, Mata geht auf jeden Fall fit. Klar, die richtigen Kracher, die fehlen gerade schon noch. Topa haben wir noch mit am Start, auch wieder kein unter 79 oder unter 80. Deswegen dankbar annehmen, weitermachen. Nächsten Packs ziehen. Ich bin gespannt, was wir noch drin haben werden. 8 Stück haben wir noch. Let's go. Wir gehen wieder zum letzten. 4 Leinwände hatten wir. Und die fünfte folgt leider nicht. Aber so ein Martial oder so ein Son oder sonstiges so OP-Spieler, warum nicht? Ja, Barcelona Deulofeu. 82er Rating, auch der ist nicht schlecht. Ja, den können wir auch sehr, sehr gerne mitnehmen. Beschwere ich mich überhaupt nicht, wenn wir ihn nicht schon doppelt haben. Haben wir nicht, deswegen nehmen wir den sehr gerne mit. Castorp passen wir natürlich in den Verein. Den Rest packen wir auf die Transferliste. Castorp, klar, unter 80, aber trotzdem richtig guter Außenverteidiger. Auf geht's mit Pack Nummer 4, die goldene Mitte. 7 Sets sind noch verbleibend, kriegt man noch die fünfte Leinwand. Oh, diesmal 2 hintereinander, keine Leinwand. Aber was soll's, wir bekommen wieder einen Spanier. Und wieder Deulofeu, alles klar. 2 Packs hintereinander Deulofeu. Ja gut, den können wir dann natürlich abstoßen, ne? Weil er ist natürlich untradable. Le Marchand haben wir noch mit am Start in den Verein damit. Und den auf die Transferliste. Ja gut, Deulofeu, du bist leider raus. Na, tut mir leid, aber wir machen weiter. 6 Packs haben wir noch, wir machen weiter mit Pack Nummer 3. Und drittes Pack ohne Leinwand. Ja, EA gönnt gerade nicht, EA gönnt gerade nicht. Es wird ein deutscher Mittelstürmer, Stindl, Kruse. Es wird Kruse werden, 82er Rating, auch nicht ganz so übel. Vor allem für die Player of the Month Challenge, wenn am Freitag dann wirklich Sané rauskommt und man ein deutsches Team abgeben muss, passt er halt einfach perfekt rein. 5 Sets, wieder die goldene Mitte, auf geht's. Spannung steigt, Spannung ist da. Nächste Leinwand ist da. Noch kein Perth to Glory Spieler, immer noch nicht. Wir werden ziehen. Frankreich, LM. Monaco, und das ist Lemar. Hätte Payet sein können, hätte Ribéry sein können. Aber mit Lemar bin ich auf jeden Fall zufrieden. Monaco-Spieler, ihr wisst genau, Prime-Icon Henri kann man gut abgeben. Ja, Monaco-Spieler wird wahrscheinlich da auch gefragt sein. Deswegen nehmen wir den auch dankend an. Und Benat, also 82er und 83er Spieler, ist völlig in Ordnung. Brauchen wir uns nicht beschweren. Packen wir natürlich in den Verein. Machen weiter. 4 Sets noch verbleibend. Auf geht's. Let's go. Ich bin gespannt. Komm, noch eine Leinwand. Ah, diesmal nicht. Also aus den letzten 3 Packs noch eine Leinwand wäre überragend. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wieder ein Spanier, Torwart. Und das wird Adan werden, 81er. Ich glaube, ganz, ganz selten, dass wir mal einen 81er als Besten ziehen. Sonst meistens immer besser. Oder, ja, eigentlich immer besser. Stimmt. Ja, pack mal in den Verein, auf die Transferliste. Das passt perfekt.
Sehr gut, weitermachen wir. Nächstes Pack, drei noch zur Verfügung stehen. In der Mitte mit der Ibrakadabra-Nase. Ziehen wir einen Walkout oder nicht? In drei Packs wissen wir es. Erstmal keine Leinwand, sondern Sturridge. Sturridge, 82er Rating, 76 Tempo leider nur noch. Belastend, ja, belastend, aber Sturridge geht auf jeden Fall in Ordnung. Aber ich glaube, den haben wir sogar schon. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, den haben wir sogar schon untradable. So sieht's aus, deswegen können wir Sturridge dahingehend abstoßen. Den, glaube ich, haben wir nicht untradable. Richtig, passt sozusagen. Noch zwei Packs übrig. Spannung steigt. Auf geht's, komm schon. Let's go. Noch eine Leinwand aus zwei Packs wäre sensationell. Und die bekommen wir, Jungs. Und die bekommen wir. Und was wird es werden? Welche? Frankreich schon wieder. ZDM. Gib uns doch einmal Kanté. Nicht dieser Steven Nzonzi. Aber okay, Steven Nzonzi. Franzose. Geht in Ordnung. Bitteres Ding. Raphael haben wir noch mit am Start. Ah, das ist schon ärgerlich. Ja, das ist schon ärgerlich, dieser Steven Nzonzi. Aber okay, weitermachen wir. Letztes Pack, wir hatten insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Leinwände. Eine siebte Leinwand wäre super geil. Da hätten wir in jedem zweiten Pack fast sozusagen eine Leinwand gehabt. Auf geht's nochmal mit der Nase. Wir gucken rein. Let's go. Ja, es wird nochmal eine Leinwand. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Italiener. Marchisio. Verratti und das wird ein Walkout, Jungs. 87er Verratti Walkout Easter. Im letzten Pack, Jungs. Im letzten Pack wird es ein Walkout. Holy moly. Wie geil ist das denn? Ein 87er Walkout als untradable Spieler. Wir hatten jetzt schon mal Coutinho. Wir hatten schon Hummels. Wir hatten jetzt Verratti. Sehr, sehr geil. Packlack Easter. Und dann gucken wir mal, was sich als zweiter Spieler noch dahinter verbirgt. Vielleicht noch Mertens oder sonstiges. Und ein Morata. Dieses Pack ist wahrscheinlich das geilste Zwei-Spieler-Set, was ich jemals gezogen habe. Verratti und Morata. Riesig. Dieses Pack ist ultra geil. Halleluja. Und wenn ihr, ich denke, es hat sich bewiesen. Ja, wir haben insgesamt mit Morata zusammen 8 Leinwände aus 15 Packs gezogen. Also jede zweites Pack war eine Leinwand. Unfassbar geil. Neue OP-Packs sind am Start. Und wenn ihr Bock habt, dass wir dazu vielleicht nochmal ein Video machen, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir die 2000 Likes knacken würden. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Immer smart und sexy bleiben. Ich bin raus. Euer Chris und ciao.